Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei NES Remix 2 und ich habe schon mal gestartet. Aber ne, hab nee, natürlich nichts gemacht ohne euch. Wir haben im letzten Part hier nur die 3 Sterne bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, obwohl es gerade eben war. Und wir werden natürlich jetzt versuchen, die Regenbogensterne hier zu erreichen. Was hoffentlich jetzt nicht die allergrößten Problematiken stellt. Das sollte ich hinkriegen, hoffentlich irgendwie. Und dann, oh, fick die Hände, Alter. Nicht in den ersten Gumba laufen, denn das könnte schaden. Nicht in den ersten Gumba laufen. Oh, natürlich lande ich direkt im Graben, nachdem ich den Gumba hab ergraben. Ich lenke mich immer gerne selber von meiner eigenen Scheiße ab, weil ich sie nicht mehr sehen kann. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin so schlecht, ich bin so ein schlechter Spieler. Das macht mich einfach... Nein! Das macht mich traurig. Und ich darf nicht so laut sein, weil wir haben schon fast 0 Uhr. Und hier wollen natürlich auch Menschen schlafen. Und da muss ich mich natürlich auch irgendwo dran halten. Hat sich noch niemand beschwert, falls da jetzt jemand gerade so den Bogen schlägt und sich denkt, hey, warum sagt der jetzt sowas? Warte mal. Ich hole mein neues Spielzeug aus dem Mickey-Maus-Heft. Lügendetektor. Lügt der? Ja, er lügt. Ja. Ungefähr so läuft das ja immer. Oh, fick, Alter. Fick die Henne. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich da oben drüber laufe. Ja, hier noch nicht. Dann, oh nein, nicht an den Stern. Ich habe das Problem, dass wenn ich so schnell laufe, ich das nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich gerade bin. Dann kriege ich Augenschmerzen. Das klingt vielleicht komisch. Könnte daran liegen, dass ich so nah vorm PC-Bildschirm sitze und diesen Bildschirm einfach nicht so richtig in meinen Kopf kriege. Aber egal. Ich werde das schaffen und wenn es das Letzte ist, was ich tue, dann... Ne? Wer kann es erraten? Es ist das Letzte, was ich tue. Das ist echt traurig. Ich würde es gerne schaffen. Oh, du bist so dumm. Ein klassischer Level im neuen Gewand. Erreiche das Ziel. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, es ist auch. Es wäre fast gut gewesen. Okay, ich muss nach den 3 Blöcken dann versuchen, nach oben zu kommen. Ich glaube, das würde mir den Sieg bringen. Merkt ihr das mal. Nach diesen 3 Blöcken... So, hier nach, jetzt und jetzt nach oben. Ah, schade, aber egal. Ich bin so behindert. Ich bin so... Ich weiß nicht, wie ein Mensch so... sein kann. Ich weiß es nicht. Das war... Ich hätte es geschafft. Ich habe einfach nur... Ich habe gezweifelt, dann habe ich hin und her und dann... Man stirbt immer an denselben Sachen. Trotzdem lernt man nicht daraus. Da war Luigi. Oh. So, also ich muss ja ehrlich sagen, Luigi und so, ja, das Luigi ist alles cool, aber so ein bisschen nervt mich das ja dann schon. Ah, fuck, ey. Nein, und dann springt er nicht. Warum nicht? Ich drück doch den Knopf. Ich drück den Knopf, dass du sollst springen und du tust es nicht. Sag mir, warum bist du so gemein zu mir, du kleines... Ja. Alles, was ich jetzt hätte sagen können, wäre richtig dumm gewesen. Es geht mir selber auf die Nerven, aber ich wäre gerne ein cooler Rapper, aber ich krieg's einfach nicht hin. Cornel. Und dann steht so in der Bauchbinde unten, er wollte immer ein cooler Rapper sein. Hat es aber nie geschafft. Er hat sich immer nur blamiert mit seiner Scheiße, die er macht. Ich bin Cornel, ich habe mich blamiert mit der Scheiße, die ich mache, denn ich mache so Videos auf YouTube. Jeder hat gesagt, Junge, lass das doch, du bist doch nicht in der Lage zu unterhalten. Dennoch habe ich mir das nicht zu Herzen genommen, denn ich weiß, ich bin der
beste Mann, der das hier machen kann. Ich bin, nee, da, der, das und dann und da und da. So, jetzt einfach mal ein bisschen Konzentration auf die Sache. Sagte er und machte einen riesigen Fehler. Ich verstehe nicht, warum ich immer so unfassbar nah an die Gumbas komme, dass ich da reinspringe. Und ich hasse dieses Gelaufe. Jetzt, ich gehe jetzt einfach da hoch. So, zack. War das schneller? Ich weiß es nicht. War das 88? Yeah, beste Zahl. Richtig dumm. 88, yeah. Und das reicht. Es war so einfach, Alter. Es war so unfassbar einfach. Und ich verstehe nicht, warum ich so scheiße war. Und ich verstehe nicht, warum ich das sonst nicht geschafft habe. Remix 2. Was wartet denn da so auf uns? Oh, Alter, wir haben noch gar nichts gemacht. Wollen wir uns... Komm, machen wir Kid Icarus. Was soll's? Erreiche den Ausgang. Kann ja nicht so schwierig sein. Ey. Kann ja nicht so schwierig... Okay. Es ist sehr schwierig. Es ist ziemlich schwierig. Es ist das Schwierigste, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Kann ich mit Kid Icarus? Ich kann nicht fliegen, oder? Nein, kann ich nicht. Junge! Wo ist dein Problem? Du sollst einfach da drauf und dann... Wieso? Ich habe immer das gleiche Problem bei Spielen, dass die nicht springen. Ich meine, ich drücke doch den Sprungknopf. Alles ist so traurig. Ich bin so traurig. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Level schaffen. Ey, Junge! Ich drück doch den Knopf. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Da komme ich nicht hoch. Ungefähr so spielt man für die drei Regenbogensterne. Ihr müsst jetzt nur noch so gut werden wie ich, dann ist das alles gar kein Thema. Ich heule und das nicht zu Unrecht, denn das ist hier alles ganz großer Mist. Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es zu verlieren. Wo muss ich denn hin? Kann mir einfach jemand sagen, wo ich hin muss, Alter? Damit wäre ich ja schon zufrieden, aber ich weiß einfach nicht, wo ich hin muss. Ich bin, glaube ich, gerade im Kreis gelaufen. Kann das sein? Wenn ich rechts hinlaufe, komme ich links wieder raus. Kann das sein? Nur cool dargestellt. Als Endlosschleife, als unendliches nach rechts gehen, ja. Oh, Junge, Alter, dann mach doch nicht so eine Scheiße hier. Ja, spring doch, wenn ich das von dir will. Du bist so einfach nur ein richtig dummer Typ, ey, wirklich. Och Mann, das geht mir auf die Nerven. Was mache ich denn falsch? Ich will doch nur da hochspringen, ohne dass er durch die Plattform fällt. Das wäre richtig cool. Da hochspringen und dann springt er nicht. Ich will einfach an dieser Kante abspringen. Das geht nicht. Du musst früher abspringen, so dass du dann nicht mehr da hochkommst. So. Ja, so macht man die drei Sterne, ich sag euch das. So gewinnt man in diesem Spiel. Ja, so. Hier, ich bin ja richtig weit schon. Wahnsinn. Oh, ja, genau. Ich denke, das wären drei Sterne, Leute. Ich denke, dass... Alter, das sind schon wieder 10 Minuten rum und ich habe einfach nichts geschafft. Und es tut mir so leid, aber...
Oh, ich habe einfach immer so ein schlechtes Gefühl dann dabei. Ist das eine Tür? Ich glaube nicht. Da oben ist die Tür. Ah, okay. Sah nur selten. Scheiße. Spring! Spring in die Luft, Alter! Ich bumms dich weg, wenn du... Ich reiß dir die Flügel raus. Irgendwas, Alter. Irgendwas mache ich mit dir, du dummes... Mann! Ich würde mich jetzt aufregen, aber ich bin ein gesitteter Mensch. Ich bin ein gesitteter Mensch. Gesitteter Mensch. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich bestimmt hoch. Ich bin ja nur richtig scheiße gesprungen. Ey, es geht mir echt an den... Mann! Ich kriege einfach gerade nichts hin. Ich habe aber auch keine Lösung für dieses Level. Wie zum Teufel? Wieso springen die Menschen nie, wenn ich drücke? Das ist überall bei jedem Spiel so. Das ist die scheiß NES-Steuerung, oder? Wer hat so eine Scheiße früher gespielt, ey? So eine behinderte Kackscheiße. War bestimmt die schlechteste Konsole der Welt. Hat sich bestimmt nie ein Spiel drauf verkauft. Es ist, ich glaube, das ist von Sega. So scheiße ist das. Sega-Diss. Was ist da los, hä? Richtig krasser Battle-Rap-Shit? Stirb einfach, du ekliges, jämmerliches Tier, ey. Ich muss von dieser... Weißt du, da platzt mir alles, Alter. Da geht mir alles aus dem Gesicht. Ich verstehe das einfach nicht. So. Ich brauche aber diese Plattform da vorne. Und dann komme ich da nicht hoch. Wie? Kann ich die Blöcke kaputt machen? Ist es das? Kann ich mir hier... Fehlt mir irgendein Steuerungselement? Alter, bin ich irgendwie geistig zurückgeblieben? Wie soll ich so schnell da oben auf die Plattform kommen, dass ich da schnell hochkomme? So, Alter, mache ich nicht mehr. Nein, mache ich nicht mehr. Was haben wir denn sonst noch so? Das tun wir jetzt nicht. Oh, das ist alles so eine Kacke. Ich weiß nicht mehr. Leute, das wird richtig schwierig. Aber gut. Das ist jetzt ein richtiger Kackpart. Es tut mir leid, ey. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, besiege einen Rocky Schraubenschlüssel. Ja, wo ist der denn? Ja, komm mal her, Rocky. Rockys moderne. Rockos modernes Leben. Manchmal voll daneben. Ja, wo ist er denn? Na, springen die Feuerflamme. Ey, Leute, ich bin gerade am Verzweifeln. Ich würde gerne noch habe ich irgendwas geschafft in diesem Part? Habe ich irgendwas abgeschlossen? Ja. Ich würde gerne irgendwas Kurzes noch machen. Überwinde die Stacheln und geh durch den... Was für Stacheln? Ach so, dafür brauche ich den. Ja. Das wusste ich nicht. Ich meine einfach so richtig dumm in diesem Scheißding. Komm mal. Oh, Junge. Ey, dieser Part tut mir so endlos leid. Aber das Ding ist einfach, ich habe diese Challenge angefangen und ich kann sie jetzt wegen so einem Part, wo ich einfach merke, mir gelingt nichts. Kann ich ja nicht einfach die komplette... Also ich kann ja jetzt nicht sagen, den Part lade ich nicht hoch. Ja, ich habe einmal was nicht hochgeladen, aber das war auch was anderes, weil da ich einfach... Es läuft halt einfach gerade nicht. So, und da kann ich nicht einfach sagen, ja, okay. Also könnte ich schon, klar, aber... Schieß doch noch so ein Ei, du dummes Ding! Richtig retarded, ey, oder wie sagt man...
Das reicht natürlich nicht für 3 Regenbogensterne. Das sind wahrscheinlich 2 Sterne, ja. Leute, es tut mir leid. Ich hoffe, im nächsten Part schaffe ich wieder was. Ich würde mich trotzdem über einen Kommentar und eine Bewertung freuen, gerade bei so einem Part. Ein bisschen was Aufmunterndes oder so. Das wäre echt hilfreich. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.